Einen wunderschönen guten Tag und schönen Nikolaustag. Ich freue mich, dass Sie heute wieder live dabei sind. Wieder eine super dreistellige Zahl und werden immer mehr. Da freut mich. Und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, wer ich bin, falls Sie neu dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Und ja, ich mache heute das Webinar hier mit Dirk Hilger, beziehungsweise moderiere nur an. Das ist ja seine Show. Und das Webinar heute ist hier für der NFP Live Trading. Wir schauen uns erstmal den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Wie immer müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Dirk heute vielleicht den einen oder anderen Trade zeigt. So, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das ist das letzte NFP-Webinar 2019. Aber die gute Nachricht und vielen Dank nochmal an Dirk. Wir werden die Webinare auch in 2020 weitermachen. Ich habe den Link für die neuen Webinare auch in den Chat kopiert. Können Sie sich also auch schon jetzt dafür registrieren. Okay, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, an den Bildschirm, an den Dirk, den Bildschirm und vielleicht hast du ja deine Nikolausmütze heute auf. Ja, das war tatsächlich der Plan. Ob du es glaubst oder nicht, ich dachte auch eigentlich, ich hätte eine. Und dann habe ich irgendwie gestern Abend festgestellt, ich habe doch keine und habe dann irgendwie rumgefragt und habe keine mehr gefunden. Aber ich hatte es echt vor. Roter Pulli, Nikolausmütze, aber nee, wirklich jetzt. Aber hat nicht funktioniert. Also ein bisschen schade, aber so ist es halt. Ja, dann Tag, hallo und herzlich willkommen hier auch von meiner Seite heute zum NFP Live Trading, wie der Nelson gerade schon gesagt hat. Das letzte für dieses Jahr und bin mal gespannt, was das halt heute wird. Aber wir machen es ja nächstes Jahr weiter. Letzte Male war ja immer ganz nett und heute bin ich mir dann nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob das hier gut ausgeht. Und ich switche aber jetzt gleich mal kurze Rede, langer Sinn. Kurze Rede, langer Sinn, ja, ne? Ich wollte jetzt hier nämlich nicht festquatschen. Also, aber ich bin gerade erst zur Tür rein. Ich war gerade noch irgendwie schnell was essen und habe mir jetzt hier noch meinen Kaffee halt geholt. Und nein, ich gehe jetzt direkt mal auf die Charts ein. Ich habe das gerade mal nachgezeichnet, was auch im Blog drin steht. Und schalte halt hier mal rüber. Ich muss dir mal eine FX-Flat-Tasse besorgen. Eine Watt FX-Flat Taste. Tasse. Das. Ah, Tasse. Okay. So, gut, also dann steigen wir doch gerade mal ein. Ja, genau, der Dirk ist long, lese ich hier schon. Das ist auch so. Ich habe da gestern Abend, habe ich ja noch, also ich bin jetzt hier gerade im Dow. Den habe ich ja gestern Abend noch gepostet, um, ich glaube, irgendwie 22:30 oder so. Habe ich gesagt, das schreit nach Overnight Long, die Geschichte hier. Und habe aber auch gesagt, bitte nicht nachmachen, aber es wäre dann doch eine gute Idee gewesen, wie man ja auch sieht. Der ist nämlich halt über Nacht mal ein bisschen hochgerannt. Ob das jetzt reicht, weiß ich natürlich nicht, ne? Ich habe mir schon gewünscht, dass wir halt noch ein Stück weit höher halt kommen. Und also grundsätzlich ist der Markt nicht einfach bedingungslos long. Beim letzten Mal, wer da dabei gewesen ist und aufgepasst hat, das war halt der schiere Wahnsinn. Also da war ich ja halt auch long, habe es ja erst kurz vor den NFPs bin ich jetzt eingegangen, habe gesagt, das Ding steigt. Er ist gestiegen, aber nicht nur 50 Punkte, sondern über 1000 Punkte. Kam nie wieder an den Entry zurück, aber gut, weiß man natürlich vorher nicht. Aber wer das gemacht hat und noch dabei ist, kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu 1000 Punkten. Das wird diesmal nicht so sein. Also ich erwarte zwar schon, dass wir noch mal ein Stück weit nach oben gehen. Also insbesondere im Dow, im DAX habe ich auch noch einen Trade auf. Gerade mal gucken, ob der noch lebt. Ja, der lebt noch. Den habe ich vorhin zwar Break-Even gezogen, aber habe da halt auch erstmal den mal ein bisschen Platz hier gemacht, weil ich gerade gesehen habe, ist er ja nochmal da unten rumdoktert. Und von daher ist das jetzt erstmal soweit okay. Das Ding ist jetzt nur, warum hier Long erstmal? Also generell, ich gehe mal hier auf den Stundenchart im DAO. So, und da sieht man nämlich Folgendes. Da muss man halt eigentlich so ein paar Tage zurück gehen, um das Bild dann auch zu verstehen. Also wir haben halt hier oben, ich muss mal ein bisschen kleiner machen,
Man sieht also hier oben, wir haben da irgendwo ein neues ATH gemacht in dem Bereich. Mal gucken, was hier so funktioniert. Ja, genau. Also hier in dem Bereich war halt ein neues ATH. Und dann haben wir hier unten ein Support-Cluster gehabt. So, das bestand aus insgesamt drei Punkten aus der 807, aus der 751 und der 673. 673 war die Unterseite. Und das war halt irgendwie vor 2 Wochen oder ich weiß nicht mehr wann es war, auch irgendwann vom Live-Trading gesagt, da unten nicht short, der geht long. So, was hat er gemacht? Es hat da unten genau die Stationen, das sieht man jetzt hier nicht mehr so genau, ne, hat es ein bisschen gedauert, aber genau die Stationen abgearbeitet und kaum hatten wir einen sauberen Stundenschluss, das muss ich natürlich ein bisschen größer machen, dann hatten wir einen sauberen Stundenschluss hier im H1. Und ich finde irgendwie hier keine Knöpfe. So. Und dann ist das Ding halt auch entsprechend. Na, wo haben wir denn? Nach oben gelaufen. Ich finde den jetzt mal hier. Jetzt habe ich irgendwie kurz hier ein bisschen den Überblick verloren. Da ist er auf jeden Fall. Hier dazwischen. Ein sauberer Schluss über der 807 geht dann hoch. So, und dieses Cluster, dann habe ich halt auch gesagt, das wird rückabgewickelt, wenn wir jetzt von da oben halt einen Fehlausbruch haben, da nochmal runterkommen und dann wird es halt auch da durchgehen. Und dann aber eben auch in Etappen. So, und was wir jetzt halt aktuell haben, das ist quasi die Rückabwicklung von dem Cluster, wenn man das mal so nennen kann. Also grundsätzlich ist ja immer der Ansatz, Support wird Widerstand, Widerstand wird Support, also Paritätsumkehr. So, und wir haben das hier super sauber in allen Stationen bisher gemacht. Das heißt, wir sind hier einmal durch. So, im ersten Rücklauf waren dann dran die 673. Gut, die war nicht so genau, ne, aber trotzdem sieht man halt hier in dem Bereich, ne, irgendwie so ein bisschen ein paar Kerzen draufgebaut. Ich hoffe, das ist alles groß genug. Und dann wurde das Ding wieder verkauft. Erstmal daran halt gescheitert. So, plopp, nochmal runter. So, die nächste war die 751. Ne, genau in dem gleichen Rhythmus. Und dann halt wieder runter. So, und was jetzt noch fehlt, ist die 807. Dann wäre das Ding eigentlich komplett. Und dann könnte der auch tatsächlich drehen. Also, das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum ich hier überhaupt long will, um eigentlich den Short zu finanzieren. Aber das wäre halt schon eigentlich recht typisch, wenn er das jetzt halt eben macht. Und das ist eigentlich der ganze Ansatz dabei. Und ich will gar nicht bedingungslos long, also weil halt irgendwie, habe ich ja morgen schon wieder einige verschreckt, weil ich schon wieder long will und während alle anderen irgendwie halt short unterwegs sind. Und das kann ich ja ganz gut irgendwie halt so gegen die Mehrheit handeln und alle verschrecken. Und er fällt ja halt auch nicht, ne? Also jetzt von dem Daumer abgesehen, für den ist es eh zu spät. Da noch irgendwo reinzukommen, habe ich vorhin auch noch versucht auf einem anderen Konto. Bin dann halt irgendwie mit 17,50 € da halt raus. Das war natürlich nicht so der Plan, aber ist okay. Und im DAX haben wir aber ein ähnliches Spiel und der, wie gesagt, der läuft erstmal noch. Den werde ich aber gleich jetzt erstmal ein bisschen genauer beäugen müssen. Aber ich gehe halt davon aus, dass wir deswegen, weil wir halt hier, ne, auch nochmal über der 673, weil wir da halt auch nochmal gekauft haben. Das ist ja über Nacht passiert. Wir haben hier, das ist recht sauber drauf aufgesetzt, ne, hier, also das heißt über Nacht aufgesetzt, einmal kurz drauf und weiter geht's und dann direkt wieder zur nächsten Station, die 751. Und eigentlich müsste der jetzt einmal da durchschieben und dann kann er von mir aus auch die Biege machen. Generell bin ich natürlich deswegen halt auch erpicht auf den Short, das werde ich aber gleich zeigen, wenn die NFPs rum sind, weil der natürlich auch mal die Chance hat, hier mal 1000 Punkte zu korrigieren. Und klingt erstmal viel, aber im DAO ist es ja im Zweifelsfall irgendwie eine Affäre von 2 Tagen und dann ist es erledigt. Und aber die Chance haben wir halt hier, ne? Und es deckt sich natürlich dann auch mit dem DAX, der darf auch gerne runter, aber eben nicht so einfach. Ich meine, da hatten wir gestern auch in der Gruppe, hatte ich ja gezeigt, einen Live-Trade, der mit 100 Punkten Short aufgegangen ist, aber eben auch nur bis zum bestimmten Punkt. Und ab diesem Punkt war ich heute Morgen eben long. Aber wie gesagt, gucken wir gleich. Ich muss hier mal ganz kurz, glaube ich, noch was umstellen. Mal eben, bevor ich hier irgendwas falsch mache und irgendwas zeige, was da nicht hingehört. Also so. Okay. So, da sind wir wieder. So, und deswegen gehe ich jetzt erstmal von aus. Ich meine, das Ding liegt jetzt irgendwie 50 Punkte im Plus. Ich habe hier irgendwie heute, das war tatsächlich um Mitternacht, dann irgendwie halt auch nochmal kurz einen minimalen Dip runtergemacht, den habe ich direkt nochmal nachgelegt. Und weil ich halt schon der Ansicht war, dass es halt eine gute Idee war. So, wir haben jetzt eh aber noch 5 Minuten bis zu den News. Und wer hier öfters mal dabei ist, der weiß ja auch, so, ich gebe nichts auf den Inhalt, ich sage immer nur News,
Man muss wissen, wann sie kommen. Man muss aber nicht wissen, was drin steht. Und weil letzten Endes löst es eigentlich immer nur das Bild auf. Also so, dass es halt nachher plausibel ist. Ich meine, aber nachher erklären kann natürlich jeder. Und die Herausforderung besteht ja eher drin, das dann halt eben auch erfolgreich umzusetzen. So, nur weil ich jetzt long bin, aber bitte hier echt der Hinweis, bitte nicht nachmachen. Ne? Das kann genauso gut hier komplett in die Hose gehen, der kann jetzt hier runterfallen, aber hier kann nichts mehr passieren, weil ich ja halt hier jetzt auch schon über Break-Even abgesichert habe. Da passiert nichts mehr. Ne? Das ist halt, ich will es jetzt definitiv nicht Zock-Trade nennen, auf gar keinen Fall ist es das, sondern es ist ja erstmal eine plausible Bewegung, die wir hier haben. Und oft ist es halt eben auch so, das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass halt entweder morgens vorbereitet wird oder am Tag davor, wenn solche News ins Haus stehen. Und das ist halt eben, das hat auch diesmal wieder gepasst. Aber nichtsdestotrotz, ich werde den jetzt hier erstmal, weiß nicht, ob mir das nicht zu weit ist, sogar erstmal hier ein bisschen in Sicherheit bringen. Und das Gleiche gilt für den DAX dann halt eben auch. Gut, der ist jetzt eh Break-Even, der hat sich gerade nochmal von selber dahin gezogen. Dann soll er jetzt auch mal da bleiben. Das ist schon okay. So, ich bin hier nur so ein bisschen am Rotieren, weil ich mache das hier irgendwie auf drei Konten irgendwie gerade gleichzeitig. Deswegen muss ich ab und zu mal wegschalten, weil ich dann wahrscheinlich ein etwas angestrengtes Gesicht in eine andere Richtung gerade mache. So, Moment. Aber erstmal passt alles soweit. Also 5 Minuten haben wir noch für die Geschichte. Und dann schauen wir mal, wie die Sache auflöst. Und dann, wie gesagt, werde ich gleich mal drauf eingehen, was eben die größere Reise angeht. Also generell, ne, sollten wir hier wirklich im DAU jetzt einen Ausbruch kriegen, da oben hin, auf diese 807, da haben wir zufällig auch den EMA 200, ist aber eben auch die Oberseite von dem Support-Cluster. Sollte das so kommen, würde ich da oben auch sofort drehen. So, das heißt, der Long ist eigentlich dann dazu da, in erster Linie, wenn man so will, um den Short zu finanzieren, wenn er es denn macht. Ich weiß es nicht. Nochmal bitte nicht einfach jetzt irgendwie long reinspringen oder short oder sonst irgendwas, weil wir jetzt halt auch gerade heute ziemlich wenig Bewegung insgesamt gehabt haben. Also im DAX, der ist ja fast gar nicht gelaufen. Der hat nur auf dem Support von gestern mal kurz aufgesetzt. Kann auch sein, dass der uns jetzt erstmal da unten rausholt und dann doch nochmal hochzieht. Kann genauso gut sein, dass er durchfällt. Wir haben eine winzige Range bisher. Und deswegen ist es schon gut möglich, dass es gleich hier ein bisschen eskaliert von der Vola, was ja mal eigentlich ganz nett wäre, weil es war ja in letzter Zeit oft nicht so, also beim letzten Mal ging es noch, aber halt die Male davor war es jetzt nicht so klasse von der Volatilität. Das kann heute definitiv ganz, ganz anders werden, ja, weil halt eben die Range, wie gesagt, so klein ist, wie sie halt irgendwie auch schon lange nicht war. So, gucken, DAX lebt noch. Ja. So, wir haben noch ein paar Sekunden, noch 1 Minute besser gesagt. Übrigens, Und Trump war auch schon gerade aktiv, hat ja, gelobt, wie gut die Aktienmärkte schon gelaufen sind. Kann sehr schön. jeder jetzt interpretieren, was das für die Zahlen gleich Ja, bedeutet, wenn er jetzt schon was postet. wenn sie gut gelaufen sind, ne? Das ist ja auch wieder ganz schön viel sagen. Ne? Also da kann man auch sagen, wenn es dann halt irgendwie heute Abend 2000 Punkte tiefer steht und dann hat er ja recht gehabt, ne, mit dem, was er sagt. Naja, aber vom Prinzip her ist es ja auch so. Ne? Es ist ja alles gut gelaufen, aber irgendwann darf es natürlich auch mal korrigieren. Und warum, wohin, wie gesagt, werde ich gleich mal irgendwie zeigen. So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie die Geschichte hier aufgeht. Entweder hier mit einem kleinen Gewinn raus oder halt er macht wirklich die Reise in die Richtung, wie es mir am liebsten, wie es am liebsten gerne hätte. Wir werden So, sehen. 10 Sekunden noch. Thorsten ist Ja. auch da, Dirk übrigens. Der Thorsten Short Helbig. So, ne? Dippt runter, zack, genau sowas. Habe ich mir gedacht. So, also deswegen, kommt man nicht ohne weiteres rein in die Geschichte. So, aber genau das. Der DAX ist wahrscheinlich geflogen, davon gehe ich mal aus. So, wunderbar. Das ist doch sehr schick. Die Zahlen 180 erwartet, 266 gekommen.
Ne, für sowas kann man dann auch so ein EMA mal hernehmen. Deswegen habe ich den auch gerade hier drunter gelassen. Da macht es natürlich Sinn. Ja, weil das ist dann halt meistens so, ich bin ja nicht so der EMA-Händler, aber so ein Verzweiflungsanlaufpunkt. So. Gold stürzt sich in den Keller. Irgendwie ist der Trade aber vorhin geflogen, warum auch immer, mit Gold. Der geht nämlich gerade perfekt auf. Müssen wir gleich mal gucken. Hatte ich ja vorhin noch einen Gold-Short gepostet. Der geht super auf gerade. Das ist halt ein ganz schöner Renner. So, ich mache den mal hier an anderer Stelle zu. Also, Gold-Short ist zu. Das war auch das, was ich heute Morgen gesagt habe. Ne? So, wir gehen erstmal die Richtung, wie wir sie jetzt haben, erstmal hoch. Gold-Short und dann genau umgekehrt. So, jetzt bin ich halt wirklich mal gespannt. Also, ich drehe jetzt auch hier oben. Ne? Wie gesagt, das Ding ist hier übelst vorfinanziert. Ne? Ich kann hier nichts mehr verlieren. Auch wenn der jetzt 100 Punkte weiterläuft, ist mir völlig egal. Der kann nichts mehr kosten. Ne? Deswegen auch bitte hier genauso Short nicht einfach nachmachen. So ein Trade muss man schon ein bisschen vorbereiten. So, aber genauso dachte ich mir das. Ne? Das ist halt das, weil wir halt eben so eine geringe Wohle hatten. Dass dann genau so eine Geschichte eben kommt. So, jetzt drehen wir den Verein da oben mal. Ups, der war falsch eingestellt. So, ups. Moment, ich muss. So, wie gesagt, nicht nachmachen. Mein Stop. Moment, ich muss jetzt hier kurz nochmal. Geld verdienen an einer anderen Stelle. So. Sekunde eben. Bin gleich wieder da. So. So, das ist genau dieser Punkt, ne? Exakt. So, jetzt gucken wir, was der DAX macht. Der ist wahrscheinlich geflogen, ja. Das ist aber okay. Also, der ist jetzt Break-Even raus. Der hat auch nochmal einen Dip nach unten gemacht, hat die Shorties da unten einmal veräppelt. Also, alles genauso, wie es sein muss, auf jeden Fall bisher. Der kann halt nochmal laufen, irgendwo bis. Steht er hier? Nö, nicht wirklich, ne? Der kann halt auch nochmal laufen bis zur 163 maximal. Den lasse ich aber momentan erstmal in Ruhe. Da gleich mal abwarten. So, die Bären alle erschrocken. War doch schön, ne? Aber genau so läuft es. Es geht nicht einfach runter, nur weil mal kurz was short aussieht und irgendwas tun müsste. So läuft es nicht. Sondern es muss immer nach allen Seiten aufgeräumt werden. Also, mal gucken. Wo ist jetzt hier jetzt den Stop hin? Wie gesagt, ich habe den jetzt hier. Da ist nicht mehr viel drin. Also 889 wäre hier so das Maximum. Ja, das wäre hier oben der Bereich. Und genau. Glaube ich aber jetzt erstmal nicht. Aber ich kann dem jetzt erstmal tatsächlich die Luft geben. Ne? Also, weil ich ja halt hier irgendwie mit 100, über 100 Punkten halt hier raus bin. Es ist erstmal völlig okay. Und deswegen kann ich mir hier so ein Ding auch erlauben. Bin jetzt auch erstmal hier nur mit einem Drittel drin in dieser ganzen Geschichte. Und von daher habe ich jetzt auch entsprechend Luft. So, da sage ich erstmal Dankeschön an die ganzen Bären für diesen wunderbaren Move. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Klingt jetzt ein bisschen gemein, ich weiß. Aber so funktioniert halt der Markt. Und nicht einfach sieht short aus. Ob ich Gold noch habe, ich habe gerade gesehen, nee, Gold hat es vorhin gekostet. Also den Trade, den ich heute Morgen gepostet habe, der ist nicht aufgegangen. Ich hatte nur halt parallel. Wie gesagt, ich bin hier gerade mit irgendwie drei Konten unterwegs. Hatte ich aber noch einen zweiten Entry und den hat es abgeholt und den hat es komplett auch nach unten getrieben gerade. Und das habe ich jetzt aufgelöst. Da gehen wir aber gleich mal drauf ein auf Gold.
Und erstmal gucken, wie die Geschichte hier fertig wird. So, jetzt kann man mal gucken, wie das Ganze aussieht. Wir haben natürlich hier auch die Oberseite, ne, von, also kann er natürlich hier ausloten, das heißt bis hier oben an dem Bereich. So 855 wäre völlig in Ordnung. Das ist absolut legitim. Und das ist halt einfach so hier die Oberseite von der letzten Welle. Ne? Also bis knapp drunter, dran natürlich nicht. Und da hätten wir halt hier auch, wenn man hier mal den letzten Open bzw. Schlusskurs nimmt, dann hätten wir hier auch den POC, also die 850 von irgendwann letztens. Entschuldigung, gerade hier Kaffee verschluckt. Und das wäre der Point of Control von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tagen oder von letzter Woche irgendwann von dem Tag. Es würde halt also auch nochmal dazu passen. Ich mache jetzt nur mal orange, damit ich nachher auch noch weiß, dass es ein Point of Control war. So, da darf er halt noch hin. Da würde ich mal gucken, 846, das heißt, da würde ich den halt dann auch skalieren, falls er die noch macht. Oben einfach noch eine Position mit dazu. Und dann kann er sich da oben austoben. Das ist halt natürlich der Vorteil, wenn man das halt einfach vorher dann an so einer Stelle schon eingetütet, beziehungsweise halt schön finanziert hat, hier mit 180 Punkten raus, mit der kompletten Position. Das ist natürlich schon nett. Beziehungsweise, nee, Quatsch, ich habe ja eins vorher aufgelöst. Also ganz so viel waren es jetzt dann halt nicht mehr. Aber die Gesamtstrecke trotzdem von gestern Abend angerechnet, 680 bis 800. 7 sind immerhin 120 Punkte. Das kann man doch mal machen, finde ich. So. Alles so still hier. Was ist los? Ist jemand erschrocken, vom Stuhl gefallen, von der Bewegung? Aber so lief das früher immer zu den NFPs. Und das hat wirklich auch Spaß gemacht. Das kann man also auch echt schön handeln dann. Und weil nicht so wie viele Male in letzter Zeit. Oh, ich habe mein Mikro irgendwie. Jetzt hört man mich wieder besser. So, ich habe mein Mikro hier irgendwie vergraben. Nicht so wie letzter Zeit. Das war doch jetzt wirklich halt mal richtig schick. Thorsten, Helwig, was ist los? Was mit dem Short passiert? Nein, ich bin nicht schadenfroh. Wirklich nicht. Das weißt du auch. Und, aber halt, wir haben ja auch grundsätzlich, glaube ich, uns abgestimmt und auch drüber gesprochen, wie das Ganze eigentlich laufen müsste, sollte und so weiter. So, jetzt, ich schnapp mir mal den Daily. Also ich werde den hier natürlich auch nicht, ne, zu Tode irgendwie ausreizen. Ich lasse, da oben liegt der Stop. Und selbst wenn er jetzt irgendwie da hoch rennt, ja, dann habe ich aber immer noch von dem Ergebnis, was er da gemacht hat, bleibt da noch genug übrig. Ne? Kann man sich jetzt mal angucken. Also plopp, gegen das bisschen, was jetzt hier gerade irgendwie an Verlust steht, ist quasi nichts. Und so oder so, der hatte halt auch einen ganzen Tag Zeit, was er auch immer dann machen will, halt auch fertig zu machen. Das muss jetzt nicht irgendwie am Stück passieren. Wäre natürlich schön, wenn er jetzt einfach mal komplett runterläuft, glaube ich aber nicht. Also hier oben ist halt eben auch, ich bin ja im Stundenchart unterwegs und von daher muss man halt immer auch bedenken, Stundenkerze braucht halt eben, so doof es klingt, eine Stunde, bis sie fertig ist. Und von daher muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Also, da wird jetzt erstmal nichts großartig passieren. Nur wenn wir hier drüber gehen, dann sollte man wirklich vielleicht auch schon mal über eine Auflösung nachdenken. Eigentlich sollte er das nicht machen, weil dann halt entsprechend halt hier das Hoch verletzt ist. Ne? Also, da drüber raus macht eigentlich keinen Sinn. Das heißt, wenn man da oben die 889, das wäre dann wirklich übelstes Stop-Fishing eigentlich an der Stelle. Und da ist eigentlich schon wieder die Frage, löst das Ding nicht doch long auf? Generell bin ich hier für Short. Also was er hier macht, was jetzt halt aussieht wie ein Reversal. Ich zeige es jetzt mal kurz im Tageschart, wo wir da halt stehen und warum ich halt da halt schon eher die Idee verfolge, dass wir mal 1000 Punkte korrigieren. So, und zwar folgendermaßen. Also, wir haben hier. Ja, generell sind wir halt hier im Aufwärtstrend natürlich unterwegs, gar keine Frage. Und aber was mir halt hier nicht gefällt, das ist dieser Ausbruchsbereich, den wir hier hatten. Entschuldigung, der Ausbruch hier an dieser Stelle, da so. Und zwar, man sieht halt hier,
Generell war das halt irgendwie Widerstand. Hier haben wir so ein Hütchen drüber gebaut und dann halt Widerstand und dann halt ordentlich runter von da. Und dann nochmal Widerstand und wieder zurück. So. Und dann bricht das Ding hier irgendwann aus. Einfach so oben weg. Und da kam halt nichts mehr zurück. Und deswegen ist es hier doch halt immer noch rot markiert. Die 27.057. Die stimmt nicht ganz genau. Also eigentlich ist es halt hier so der Bereich. Ne? So die 27.300, 240 so, da, ne, wo hier das entsprechend halt auch markiert ist, da sieht man ja, wenn man da halt mal das als Linie sieht in dem Bereich, dann war das der Ausbruchsbereich und der ist halt einfach unbestätigt. Das heißt, da ist halt viel oben im Stop-Bereich einfach gekauft worden und ansonsten kam da halt nichts mehr. Ne? Das heißt, das sind halt einfach viele Marktteilnehmer vermutlich auch liegen gelassen worden und Moment, jetzt muss ich kurz mal gucken. 8,47, nicht, dass der jetzt zu hoch geht. Das sind halt viele irgendwie vergessen und überfahren worden in dem Bereich. Und das wird gerne wieder abgeholt, solche Punkte. So, wir sind jetzt genau, wir sind jetzt hier mit zwei drin. Und jetzt muss man halt aufpassen. Darf jetzt halt wirklich nicht zu hoch hier drüber. Sonst kann man das vergessen. Also, das hier ist völlig okay. Da kann man jetzt natürlich auch noch mit Fibos hantieren und sagen: Ja, ist ja klar. Ist ja die 138 von gestern. Klar ist das nicht. Das ist jetzt einfach nur eine nachträglich nette Erklärung. Wenn er jetzt halt da scheitert, das heißt aber nicht, dass man beim nächsten Mal, wenn sowas ist, nach der 138er Fibo schauen sollte. Das ist Quatsch. Und passt natürlich hier dazu, ne? Klar. Aber irgendwas ist ja immer, sage ich. Und aber das ist jetzt nicht der Grund, warum der da hinrennt. Der Grund ist, wie gesagt, einfach der, dass wir halt hier das Hoch haben, nochmal hier von dieser Welle. So, und rein markttechnisch haben wir halt hier einen Abwärtstrend gebildet und hier haben wir halt einfach die letzte Welle nach oben, bevor es runterging. Und deswegen ist dieser Punkt interessant. Nicht, weil da eine Fibo jetzt ist. Die ist jetzt auch gerade da. Genauso wie sie gerade da oben ist, an der Stelle hier die 161er. Bei der anderen Marke, wo ich dann aber eben sagte, das wäre mir eigentlich viel zu hoch, weil ab da ist eigentlich schon wieder die Frage, ob das überhaupt korrigiert, ob wir nicht doch wieder long laufen. So, weil generell ist es ja halt so, dass ich halt immer sage, so, ich habe keine Ahnung, ob das Ding jetzt, ob wir jetzt nachhaltig da halt steigen oder fallen, weiß ich nicht, keine Glaskugel. Ich versuche halt die Bereiche auszuloten, die entsprechend interessant sind und die halt auch zu handeln. Das heißt, boah, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Ich versuche einfach nur rauszufinden, wo treffen die Interessen aufeinander und daraus versuche ich dann halt entsprechend Kapital zu schlagen. Das gelingt halt meistens, aber logischerweise auch nicht immer. So, also, mein Gott. Also nochmal hier zurück zum Daily, ne? So, das heißt, wir sind auch jetzt hier in in der Fortsetzung von der Abwärtsbewegung, haben wir oben irgendwie einen kleinen Fehlausbruch, ja, entsprechend gehabt. Hier, ne, bei 200, so, und dann plapp, und dann ging es halt hier unter die ganzen Kerzen drunter, unter den ganzen letzten Anstieg, ne, und halt hier auch, hier fehlt jetzt eigentlich eine Linie, die hätte ich mal einzeichnen müssen, ne, aber eigentlich diese Aufwärtsbewegung macht hier einen Knick und danach da und zack, hier geht's drunter. Das heißt, hier haben wir eigentlich einen Trendbruch an der Stelle schon. Und das ist halt die Kerze, die das Ding gebrochen hat. Ja, wenn man es mal von einer einfacheren Seite halt dann auch nochmal irgendwo beleuchten will. So. Und wir sind halt auch hier, das passt natürlich auch wunderbar dazu. Das ist halt der Außenstab hier an der Stelle, wo wir jetzt halt auch genau da oben sind. Es passt. Ne? Passt halt irgendwie vieles zusammen. So. Und das Ding wäre erst auch entsprechend wieder long. Wenn wir heute hier drüber schließen, dann wäre das Ding halt geknackt und dann muss man davon ausgehen, dass wir auch nochmal eine Etage höher laufen. Wohlgemerkt im DAU, nicht im DAX. Ne? Im DAX ist es alles ein bisschen anders. Auf den gehe ich gleich mal noch ein. Sag mal, wie habe ich denn die Haare? Sehe ich ja gerade im kleinen Bild. Ich bin vorhin ein bisschen durch den Wind, in den Wind gekommen. Ne? So, ne, aber. Das heißt, hier könnten wir jetzt natürlich ganz problemlos diesen Außenstab fortsetzen. Ne? So, und am liebsten fangen wir natürlich oben an und nicht unten. Ne? Also deswegen, wenn wir so Bewegungen haben wie vorhin, wo es dann irgendwie so runterdrückt, nicht unten shorten,
Das geht meistens in die Hose. Dann lieber so mutig sein und sagen, ja, hier oben ist ein guter Punkt, da halte ich halt mal dagegen, ein bisschen Geduld haben. Und das geht dann halt auch in der Regel wesentlich besser auf. Also dauert dann zwar, ne? Aber wie man gesehen hat, wer da vorhin unten Short reingegangen ist, dem ist es gerade so um die Ohren geflogen, alles. Der guckt dann einfach nur schräg aus der Wäsche. Deswegen lieber hier oben dann solche Punkte ausloten. Ob es aufgeht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ganz klar. Ne? Kann auch sein, dass wir hier einmal kurz drüber fischen, ganz kleines bisschen höher und dann doch wieder drunter schließen. Kann genauso gut passieren. Ich weiß es halt nicht. Ne? Deswegen muss man das im Auge behalten. Und deswegen sage ich halt auch, diese Bewegung hier, das war plausibel. Was jetzt kommt, I don't know. Müssen wir halt mal rausfinden. Okay. Wie gesagt, Korrekturpunkt entsprechend hier runter auf die 27.200 irgendwas um den Dreh wäre denkbar. Kein Muss, aber wenn das macht und man halt hier das erwischt und da ein bisschen Geduld mitbringt und den Stop nicht irgendwie auf 10 Punkte oder irgendwas dann halt setzt, und dann hat man natürlich auch eine Position, die auch schon mal ein paar Meter laufen kann. Beziehungsweise man kann man sich ja selber vorstellen, wenn das Ding halt nochmal kippt und wir da unten erstmal stehen. Dann haben wir das erstmal gesehen da oben. Und dann geht es nicht so ohne weiteres nochmal hoch, weil wir dann halt auch ganz klar eine Fortsetzung dann ja auch haben. Gut, dann schnappe ich mir mal den DAX. Also, ja, eigentlich auch relativ simpel. Und ist jetzt einfach nochmal hier das Hoch angelaufen, also die 135 beziehungsweise 138. Das ist halt der Punkt, wo er gestern halt ewig lang dran supportet hat, wo ich auch gestern noch geschrieben habe, weil ich war ja hier Short ganz oben bei der 180 und habe halt geschrieben bei 135 bzw. 137. Ja, das mag jetzt hier nicht auf dem Punkt genau stimmen. Habe ich gesagt, da wird sich halt einfach zeigen müssen, ob diese Aufwärtsbewegung, die wir hier hatten, ob die halt nur ein Squeeze war. Squeeze heißt Short-Auflösung, aber keine Käufer. Oder ob das ernst gemeint war. So, und ging er dann halt runter und haben halt auch hier wunderschön 100 Punkte Short mitgenommen. Gestern im Live-Trading in der Gruppe. So, und dieser Punkt ist natürlich auch heute nochmal genauso interessant. Ne? Und deswegen, heute Morgen habe ich tatsächlich nicht so wirklich aufgepasst. Ich hätte den eigentlich shorten müssen heute Morgen. Und war aber zu sehr auf den Long fixiert, weil ich aber natürlich jetzt nicht nur. Weil ich an solchen Tagen ja nicht nur versuche, irgendwie für mich selber eine Position zu machen, sondern auch hier ein bisschen Lehrmaterial mitzubringen. Und so, dass man hier auch einen Trade hat, den man in den NFPs dann entsprechend auch auflösen kann, finde ich halt dann natürlich gerade fürs Webinar logischerweise ein bisschen schicker. Und deswegen war ich halt auf Long fixiert. War natürlich jetzt nicht so einfach, ne? Ist auch hier ein bisschen drunter gespiked, aber hat auch, wie man sieht, kein neues Tief gemacht. Also, wenn man da ein bisschen Luft gelassen hat, was aber nicht unbedingt eine gute Idee war, Entschuldigung, dann ist man da auch noch drin. So, und hier oben ist halt Feierabend. Ne? Das war halt hier auch klassische Paritätsumkehr. Das heißt, hier oben den Support, den wir hier oben hatten, ist jetzt natürlich Widerstand. Klar ist das jetzt auch der interessante Punkt und nicht irgendwie irgendwas Schräges irgendwo dazwischen. Das ist, macht alles gar keinen Sinn. Und ich weiß, so mit den Diagonalen, da gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, ja, ist viel besser. Ich glaube es nicht. Und ich gebe überhaupt nichts drauf, weil man nicht ausloten kann, was jetzt wirklich interessant ist und was nicht. Das geht so am allereinfachsten. Einfach drei, vier Linien reinziehen, gucken, wo sind die Supports, wo sind die Widerstände. Hier unten genau das Gleiche. Ne? Hier hatten wir einen Widerstand, plapp, durchgekauft. Das Ding war auch ein schöner Ausbruch. Auch Long erwischt und habe mich natürlich gefreut, dass es in ein paar Minuten erledigt war da oben. Und das war ein sehr schönes Tagesergebnis dann auch. So, und hier haben wir genau das Gleiche, ne? Widerstand gehabt, wo setzt er auf? Genau da. Und dazwischen spielt sich das Ganze ab. Und alles dazwischen ist uninteressant für den Markt. Und deswegen gibt es da auch keine einzige Linie jetzt hier an der Stelle bei mir. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt leider nicht erwischt, hier im DAX, aber gut, dafür hat er den im DAO, das ist ja halt auch. Okay, so, und das heißt, das Maximum war dann hier entsprechend die 163, weil da sieht man ja halt auch das Gleiche. Ne? Und man da oben halt, der ist über Nacht passiert, also der hier, den ignorieren wir mal einfach. Da war nicht viel Volumen drin. Das hier ist gestern Morgen passiert, das war die 8 Uhr Bewegung. Was habe ich hier eigentlich für Striche?
Also muss ich mal irgendwie hier wegkriegen. Und, okay. So, das heißt, da war ich halt tatsächlich auch short, habe es auch noch gepostet. Und weil es halt auch eine so volumenlose Overnight-Bewegung war. Und hat aber gestern genau gemacht, was er sollte. Hat er dann noch in der Gruppe auch geschrieben, ein Dip knapp unter die 100 und dann hoch auf die 180. Auch das hat er gemacht. So, und aber hier oben, jetzt mal davon abgesehen, sieht man aber deutlich halt an diesem Punkt, ne, da kommt er übrigens her, war natürlich auch schon vorher da die Linie und immer wieder drunter geschlossen und dann hier einmal kurzer Backtest und dann plapp, plapp, plapp und dann geht es runter. So, und deswegen ist das natürlich, falls er jetzt darüber gehen sollte, ist das natürlich entsprechend der nächste relevante Punkt. Nichts dazwischen. Nichts dazwischen ist von Interesse von dem Markt, sondern es wird dieser Punkt sein. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das Ganze hier noch ein bisschen heftiger verläuft. Vielleicht kommt es ja auch noch. Und also gestern eigentlich hätte ich mir das schon irgendwo gewünscht, beziehungsweise halt dann heute Morgen schon, dass wir halt mal richtig da hochbrettern nochmal und dann hier oben in dem Bereich, da oben, und da anfangen dann halt wirklich short zu laufen. Das heißt, 242 maximal wären meines Erachtens drin und dann kann das Ding auch korrigieren bis unter die 12.000. 900. Aber ist ja alles kein Wunschkonzert, beziehungsweise oft nicht. Und von daher wäre es möglich. Also nur weil heute jetzt irgendwie Freitag ist und Nikolaus, da hat man natürlich auch immer so Fantasien. Es gibt eins mit der Route, weil es halt so weit gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Und ist natürlich Quatsch, ne? Also ich meine, es ist schön, wenn man dann halt irgendwie zeitlich das Ganze so getütet bekommt, dass es dann halt irgendwie auch in die Wunschvorstellung passt. Manchmal ist es so, man kann es aber halt nicht erzwingen und vor allen Dingen kann man halt nicht irgendwie dann erzwingen, so jetzt muss korrigieren, jetzt muss korrigieren. Wir sehen, was passiert oder wir haben es jetzt heute wieder schön gesehen. Kaum geht das Ding halt mal short und das Sentiment war heute auch nur short. Ich habe es heute Morgen auch gesehen und das ist natürlich dann gefundenes Fressen. Ne? Und so einfach läuft es dann halt nicht. Der Markt versucht, oder was heißt der Markt? Die großen Teilnehmer, ich meine, das sind halt Profis und mit denen legen wir uns hier regelmäßig an und die machen einem das Leben nicht einfach. Wenn man sich nur mal überlegt, wie lange es gedauert hat im DAX, bis die 13.000 nochmal überhaupt da waren, woran liegt das? Weil wahrscheinlich halt irgendwie viele gesagt haben, boah, 13.000 gehe ich mal short und der wird ja schon mal irgendwie bestimmt 100, 200 Punkte korrigieren. Hat der DAX gemacht, rennt durch und steht dann in der Range 100 bis 300 Punkte oberhalb, steht da einfach mal 14 Tage, 3 Wochen rum. Genau deswegen, weil dann halt viele sagen, boah, ich vergesse es, ey, komm, das wird nichts mehr, der bestimmt 14.000, das liest man dann als nächstes, ne? Kaum steigt so ein Markt. Und dann lese ich plötzlich nur noch, ATH, 14.000 DAX, auch Quatsch. Ja? Läuft dann halt auch nicht. Und das ist aber halt normal, ne? Kaum steigt so ein Ding, bewegt sich nicht mehr, sagen alle, oh, long. Kaum fällt es, kommen sie alle und oh, short, fällt. So, und das macht der Markt, er überfährt einen halt einfach regelmäßig, wenn man halt das so angeht. Und es ist natürlich nicht ganz einfach, ich weiß. Und klingt auch immer halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will ja nicht rüberkommen wie so ein Klugscheißer, ja. Aber ich meine, ich mache es ja halt jeden Tag, ich poste es jeden Tag, erkläre es jeden Tag. Und es passt ja halt auch sehr, 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 sehr oft. Und es liegt natürlich einfach daran, weil ich das ja auch schon ein paar Jahre mache und einfach schon so ein paar tausend Stunden mir das Ganze halt angeguckt habe. Und irgendwann kennt man halt dann auch so ein bisschen die Spielchen, wie es dann halt eben oft läuft. Und dass genau die Sachen, die halt dann irgendwie am plausibelsten sind, also auf den ersten Blick, dass genau die nicht funktionieren. Darf man halt nie vergessen. Und trotzdem, deswegen muss man halt dem Ganzen auch immer, auch ich von meiner Seite, immer mit Demut begegnen, weil wenn ich es nicht mache, kriege ich auch genauso fürchterlich eins auf den Latz. Das heißt, ich kann mich jetzt auch nicht hier hinstellen und sagen, ja, wir fallen jetzt bestimmt 1.000 Punkte. Nein, mache ich auch nicht. Das ist halt, das ist gefährlich. Und deswegen gucken, was passiert und halt irgendwie versuchen, da halt irgendwie was draus zu schlagen. Und große Bewegungen kriegt man selten mit. Aber die kleinen, kurzen Dinger, das sind eigentlich die, also entweder die ganz großen
Oder halt die kleinen, aber nicht die Mittelsachen, so hier mal ein paar hundert Punkte korrigieren und so weiter. Funktioniert nicht so ohne weiteres. So, im DAX halt auch. Mal kurz hier im, gerade mal gucken, wo hat er hier geklemmt? Warum habe ich da eine gelbe Linie? Das sind immer bei mir die Geschichten, die Intraday entstehen. Die sind so ein bisschen untergeordnet, aber reagieren natürlich Intraday recht gut. Könnte jetzt natürlich eine Übertreibung sein, aber mal erstmal abwarten. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Gleich 3. Okay. Ich lasse den mal hier in Ruhe. Erstmal. Dann gehen wir hier auf. Na, das wollte ich so nicht. Auf den Tageschart ein. Was haben wir da für einen gelben Klicks? Kommt der denn her? Also. Warum es auch hier interessant ist, eigentlich nochmal ein paar Punkte höher zu laufen. Ähnlicher Grund. Das heißt, wir haben halt hier die Abwärtsbewegung von der 329. So, und wer aufgepasst hat, irgendwie letzten Webinare, ich habe die 329. Es tut mir echt leid, ich hier die ganze Zeit räuspern muss, aber ich habe irgendwie ein bisschen was im Hals. Also, die 329, die Linie gibt es für mich tatsächlich schon seit 2015. Und man hat jetzt am Montag gesehen, wie exakt das im Minutenchart angefangen hat und ab dort gab es dann halt eine größere Bewegung. So, einfach nur um das mal ganz kurz zu erklären, warum ich sowas halt irgendwie habe. Das ist bei mir damals im Brexit entstanden. Da hat man halt gesehen, wie große Marktteilnehmer den DAX da wirklich in einem Raster durch die Landschaft kloppen. Und daraus ableiten konnte man auch entsprechend hier oben den Punkt. Und das ist halt schon schräg, dass halt dann wirklich, ich meine, jetzt sieht man es hier nur im Tageschart, aber im Minutenchart, dass wirklich im Minutenchart auf den Punkt genau ging ab dort die Reise los und die haben es dann nach unten geprügelt. Das ist halt schon ziemlich abgefahren. Und wenn man sich das dann halt mal überlegt, dann verliert man so ein bisschen an den, so ein bisschen natürlich den Glauben an die ganze Geschichte. So von wegen Angebot und Nachfrage, sondern es ist halt schon sehr, sehr deutlich manipuliert von großen Marktteilnehmern. Und das ist bestimmt keine Verschwörung, aber wer das halt irgendwie bei mir nachvollzieht oder schon ein bisschen länger dabei ist, da wo es orange ist, so blöd es klingt, wird es immer eng. Und ich sage immer, legt euch nicht mit den orangenen Kandidatinnen an. Das geht in die Hose. Und zwar eigentlich immer, wirklich immer. Also das ist halt nicht so einfach zu handeln, aber es ist halt schon ein bisschen unheimlich. So, aber gut, lasse ich das mal außen vor. Also hier haben wir den Punkt. Für mich gibt es auch tatsächlich keinen DAX über dieser Linie. Ne? Da ist für mich halt einfach Ende da oben und es gibt keine 14.000. Und ich glaube da halt nicht wirklich dran, sondern ich glaube daran, dass wir halt hier nochmal richtig deutlich auch korrigieren. Ich kann mich natürlich auch genauso wie jeder andere komplett täuschen, aber es wäre prädestiniert. Und da bin ich ganz auch bei dem Thorsten, der da halt schon die ganze Zeit auf der Lauer liegt. Für Short, was ja auch richtig ist, so finde ich an der Stelle, weil wir haben hier echt die Gefahr, dass wir nochmal irgendwie 5.000 Punkte rutschen. Und das kann halt einfach kommen. Und es wird auch irgendwann kommen, das ist ja auch klar. Und wie gesagt, für mich ist halt da oben, das ist für mich absolut verdächtig. Ne? Wenn ich das da oben angucke, dann weiß ich, okay, und auch ohne, dass man jetzt diese 329 halt irgendwo auf dem Schirm hat, man sieht ja ganz deutlich, die großen Marktteilnehmer haben da oben keine Lust mehr und haben halt hier wirklich die große Keule ausgepackt und den DAX an einem Tag hier fast 400 Punkte nach unten geschleudert. Das sind keine kleinen Fische da oben. Und ich glaube auch nicht, dass die das einfach so zurückkaufen. Wie gesagt, vielleicht haben die einen anderen Plan als den, den ich vermute. Aber wenn die das beibehalten und hier nochmal Volumen aufbauen, irgendwo auf der Strecke dazwischen, also hier haben wir jetzt von dem Punkt mal betrachtet, den Außenstab, und den können wir halt genauso hier nochmal irgendwo anlaufen und dann sind wir dann auch entsprechend bei der 240, ne, dem Bereich, den ich ja vorhin gezeigt habe, da liegen wir auch da, knapp drüber, da kann der ruhig hinlaufen. So, wenn man dann aber sieht, dass die irgendwo an dem Bereich, wo die hier wirklich losgelegt haben,
nochmal großes Volumen auspacken und dann halt auch darunter gehen, dann ist hier oben Feierabend erstmal. Und dann sollte man auch davon ausgehen, dass das halt noch ein bisschen länger verfolgt wird in die Richtung und sollte nicht drauf bauen, dass wir tatsächlich da oben irgendwo Richtung 14.000 laufen. Und deswegen muss man hier aufpassen. Zumal wir halt eben ja auch kein. Hoppla, was klicke ich denn hier in der Gegend rum? Zumal wir auch kein, kriege ich das überhaupt dargestellt, kein neues ATH oder irgendwas halt haben, ne? Sondern es ist halt schön dazwischen. Hier, ne? Da so ein Hoch, hier das Hoch und dazwischen gibt es eins auf die Mütze. Die 329 hat auch hier übrigens schon funktioniert. Das sieht man nur jetzt hier da nicht genau, obwohl hier sieht man auch, ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, nur wenn ich jetzt anfange zu scrollen, ist es weg. Also hier sieht man schon, ne, in dem Bereich halt angelaufen, klack, runter, irgendwie auf 12, 7, irgendwas. Das war damals, glaube ich, der Erstkontakt. Dann haben wir irgendwann mal ein Gap darüber gebaut und wieder so ein Hütchen hier gebastelt und zack, ging es ab da. Wie viel ging es da runter? Ich glaube, irgendwie 3000 Punkte beim letzten Mal. Das ist eben genau diese Stelle, also wo definitiv große Marktteilnehmer ordentlich auf den Kessel hauen. Und mit denen sollte man sich nicht anlegen. Habe ich auch schon versucht, auch nicht allzu lange her, war sehr teuer. Okay. So, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Also, und hier, was halt hier das nächste Ziel wäre, womit wir dann auch eine Fortsetzung hätten von dieser Bewegung, wenn er das mal macht. Also 960 waren bei mir grün. Im eigentlichen Blockbild, das hier ist jetzt nicht 1 zu 1, das, was ich im Block habe, aber die Linien stimmen schon überein. 161, da fängt die Range an, ne? Deswegen ist das natürlich interessant. Da hat er sich ja die ganze Zeit auch hier drüber gehalten, die ganze Zeit. Deswegen ist es natürlich halt auch ein interessanter Punkt. Ne? Im Tageschart natürlich nicht so ohne weiteres zu greifen, aber hier halt jetzt schon. Ne? Und da will er natürlich am liebsten wieder rein. Und beziehungsweise da sind einfach halt die Interessen gegeneinander gelaufen. Und deswegen, der kann ruhig einen Fehlausbruch da hoch machen. So, wenn er von dort runterkommt, dann und das hier nicht mehr hält, der letzte Support, dann sind wir auf jeden Fall mal hier bei der 885, 886. Da haben wir halt hier auch so das letzte Kaufcluster, aber eigentlich ist es viel interessanter hier unten in dem Bereich, ja, wo wir dann halt irgendwo in Ausbruchsnähe dann halt sind. So, lässt sich für meine Begriffe nicht so genau ausloten, ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr so wichtig, weil die Chance hoch ist, dass wir da durchrutschen. Bis, ja, ne, wird man dann halt sehen müssen. Das kann man natürlich hier auch anfangen, mit Diagonalen zu arbeiten und dann landet man irgendwo bei der 12.100 irgendwas und da ist bei mir auch wieder orange. Das wäre natürlich eine schöne Station, 12.113. Sind mal eben 1000 Punkte. Könnte er machen. Ich hätte nichts dagegen. Das Problem ist natürlich immer nur bei Short. Das weiß ich natürlich auch. Und deswegen bin ich auch keiner, der irgendwie sagt, so, oh, ey, hoffentlich kriegen wir bald mal irgendwie halt einen richtigen Rutsch. Da hängen halt auch immer Arbeitsplätze und Investitionen dran. Das darf man halt nicht vergessen. Da wird zwar der eine oder andere sagen, ja, wir sind ja an der Börse, ja, aber da hängen auch Menschen dahinter. Und ich sehe es halt im Freundeskreis. Und wenn da halt eben Menschen sind, die dann bei einem von den DAX-Konzernen beschäftigt sind, die kriegen sie immer als erstes mit. Und das ist halt nicht schön. Und deswegen bin ich, vielleicht bin ich auch deswegen nicht so der große Short-Fan, kann sein, aber nichtsdestotrotz darf man halt nicht vergessen. Ne? Und gerade in Amiland ist es halt so, da hängt halt auch so viel an Alterssicherungen, ja auch im Dow drin, in Aktien drin und so weiter. Für die ist es halt auch nicht schön. Ne? Ist halt auch klar, weil wenn der Dow als Beispiel halt irgendwie mal 10.000 Punkte abschmiert und was der ja machen kann, also das ist ja einfach nur dort, wo er gestartet ist mit Trump, bedeutet es aber auch entsprechend halt 30% weniger in den Aktien halt für die, die dort ihre Altersvorsorge drin haben. Ja, ob man das schön findet, ich finde es nicht schön, aber es wird wahrscheinlich halt nicht ausbleiben, dass wir auch das irgendwann mal machen. So, okay, also das wäre so generell das, was mir dazu einfällt. Ne? So, DAX läuft ein Stück weiter, was macht denn der Dow? Ja, jetzt noch nicht so viel passiert. Erstmal okay, die ist jetzt hier skaliert 30 im Minus, so, aber, und das sehe ich jetzt ja gerade hier,
Er setzt jetzt hier erstmal drauf auf. Ne, auf der 846. Sieht man auch schön. So einfach ist es eigentlich. Ne? Hier schnappt sich einen Pock, zieht eine Linie, schließt Stunde drüber, setzt drauf auf, läuft weiter hoch. Das kann auch manchmal einfach sein. So, und das heißt, da oben dürfen wir nicht hin. Das Maximum wäre daher entsprechend jetzt dieses letzte High. So, das zeichne ich mal gerade ein. Das sollte er in Ruhe lassen. 870. Wenn das durch ist und mal ausgehend davon, dass wir hier kein Stop-Fishing haben, dann ist hier die Korrektur für heute zumindest jetzt erstmal in Gefahr. Ne? Ich meine, das kann natürlich irgendwie alles nächste Woche noch kommen, aber für heute dann eher nicht mehr. Also, das mal im Auge behalten. Und nicht bedingungslos irgendwie hier shorten. Und der DAX hat man ja gerade gesehen, der spielt ja da auch so ein bisschen mit. Ja, der hat halt hier auch noch irgendwie die, das habe ich gerade gezeigt, wo man denn die 163, weil da waren wir ja gerade. Ne? So, was habe ich gesagt? Dazwischen ist alles egal. Darum geht's. Stimmt. So, das heißt, bei dem natürlich halt auch, wenn der jetzt anfängt, hier eine Stundenkerze drüber zu zaubern und da oben drüber schließt, dann kommt vielleicht das Wunschkonzert, dass wir wirklich da oben hinlaufen und von dort dann die Korrektur nächste Woche ansetzen. Aber eben nicht mehr heute. Da glaube ich nicht dran. Also wenn wir heute, also nicht, dass wir heute nicht dahin laufen können, das ist möglich, aber dass wenn wir heute dahin laufen, dass wir von dort dann fett korrigieren, das glaube ich nicht. Das meinte ich damit. Deswegen hier die 163 im Auge behalten, beziehungsweise die 135 und dann halt nächste Woche die 242. 221 da oben, wenn es heute halt nicht mehr passieren sollte. So, dann gucken wir uns mal kurz Gold an. So, weil ich muss hier mal kurz ein bisschen was umschalten. Was? NFP Sturmfrisur? Sorry, ich habe gar keine Kommentare gelesen hier. So, Gold. Gucken wir das richtig hier. Muss mir aufpassen, nicht so eine Konkurrenz aufhabe. Nelson, ne? Deswegen muss ich ab und zu mal kurz. Was? Ja, du machst das schon. Deswegen muss ich ab und zu mal kurz den Bildschirm auch mal irgendwie halt wegtun. So. Gold. So, mal gucken, warum ist denn hier der Short geflogen? Den hatte ich auch hier jetzt gar nicht in diesem Stereo-Trader drin, sondern im anderen. Ich wollte runter. So, das will er auch. Er wollte es nur nicht so, wie ich wollte. Ja, das ist ein bisschen doof. Aber okay. So, generell habe ich gesagt, Gold runter, das passt. Hier ein bisschen kleiner. Aber Gold ist ein Schwein manchmal. Und es musste da oben halt unbedingt nochmal die Hochs da oben abkassieren, bevor es dann halt runtergeht. So, warum habe ich gesagt runter? Grundsätzlich war die Idee die, jetzt müsste ich hier ein bisschen malen, damit man das versteht. So, ein bisschen dicker hier. So, und zwar so, gucken wir es so zusammen, ja, nicht so wirklich. Also der gehört eigentlich, ich versuche es trotzdem mal in die Betrachtung mit dazu. Was man halt hier sieht, ist Folgendes. Wir haben halt hier irgendwie ein Hoch. So, ich mache es mal diagonal. Ist zwar, würde ich never ever so handeln. So, aber da sieht man es besser. Wir haben halt hier einfach eine Abfolge. Ich meine, jetzt sieht man es, ne, wo der dran war. Wir haben halt hier eine Abfolge von irgendwie neun Tiefs, kein neues Hoch. Ne? So, und dann sind wir halt hier nochmal an den letzten Support bei der Stelle halt gestoßen. Und deswegen habe ich gesagt, da fallen wir jetzt durch. Das war heute Morgen. Deswegen habe ich gesagt, wir gehen hier short. Also nicht wir, sondern Gold und ich quasi.
So, ne? Weil wir halt hier einfach keine neuen Hochs gemacht haben, aber halt hier das Tief immer angeknackst und hier vor allen Dingen halt auch mal ein neues Tief gesetzt. Und das ist eigentlich halt schon, auch wenn man es nicht sieht, aber im kleinen Timeframe ist es halt schon ein erster Short-Trend und der hat halt hier einfach nur die Fortsetzung gesucht und die ist jetzt halt gekommen. So, und wohin? Gar nicht mal so weit. Eigentlich will ich nur bis dahin. So, das ist so die Stelle. Da wollte ich hin. Ich habe den jetzt vorhin nur zugemacht. Bei mir, ich glaube, ich war aber ziemlich weit unten im Spike, wo ich den eben zugemacht habe, hier parallel, wo ich vorhin mal kurz abgeschaltet habe, beziehungsweise mich mal kurz versteckt habe. So, weiter will ich halt auch gar nicht. Ne? Und deswegen habe ich ja gesagt, gut, keine Ahnung, ob der jetzt bis ganz da runter kommt, ich löse das Ding halt mal auf. Weil generell ist Gold natürlich long, klar. Und ne, das heißt, hier haben wir halt auch so einen schönen Bereich, halt hier so einen Reversal-Bereich, wo es halt wieder hochging, so und hier plapp durch nach oben. Und da fehlt halt auch, genau ist das gleiche Spiel immer, da fehlt halt einfach jetzt auch nochmal nur irgendwie eine Bestätigung. Das heißt, der kann da mal kurz drunter. Und solange wir im Gold entsprechend hier, behaupte ich mal, da drüber bleiben, ja, die 1495, das ist so das letzte Tief hier in dieser Welle. So, dazwischen kann der hier rumwackeln, wie es will. Und dann darf es gerne wieder nach oben ziehen. Ne? Auch wenn es jetzt hier ganz furchtbar aussieht, als würde die Welt untergehen. Muss aber nicht sein. Ich bin gerade long gefüllt worden. Das ist doch nett. So. Also nicht hier, aber halt, ich sehe es nur gerade auf dem anderen Konto. Das heißt, hier wäre jetzt halt long erstmal. So, und das ganze Ding, und deswegen habe ich auch gesagt, eigentlich kann es halt zu den NFPs so laufen, dass wir halt, weil das passt ja meistens zusammen, dass halt nämlich entsprechend die gegeneinander laufen. Ne? Das heißt also hier Gold erstmal runter, diesen Bereich abholen, deswegen die Short-Bewegung. Und ab da kann natürlich das jetzt halt auch hier ruckartig nach oben fortgesetzt werden wieder. Ne? Das heißt, es kann hier recht schnell auch nochmal komplett zurückziehen und dann nach oben rauslaufen. Kann sein. Und wäre aber zumindest halt jetzt mal, deswegen bin ich jetzt auch hier mit der ersten Position long. An der Stelle, wie gesagt, jetzt hier in dem Konto jetzt nicht, aber generell, eigentlich hat er die falsche Farbe. So, das ist eigentlich ganz eindeutig erstmal grün. So, und hier besteht auf jeden Fall die Chance, dass wir das Ding nochmal umdrehen. So, wenn Gold oben rausläuft, wirklich, wenn es das tun sollte, werden die Indizes das nicht mitmachen, sondern dann drehen die nämlich entsprechend auch um. Und gehen in Short-Richtung. Jetzt aber nicht grundsätzlich, weil nur das eine fallen und das andere nur steigen kann oder weil die gegeneinander laufen müssen. Nee, weil es ja halt einfach gerade vom Bild her zusammen passt. Ne? Ich meine, Gold ist jetzt hier an einem potenziellen Support-Bereich, Dow und DAX in einem potenziellen Widerstandsbereich. Könnte aufgehen. Und das war die Idee halt dahinter. So, jetzt weiß ich aber gar nicht, was ich im letzten Webinar gesagt habe zum Gold. Für die größere Reise habe ich ehrlich gesagt gar nicht hier notiert. Weiß nicht, ob das jetzt jemand auf dem Schirm hat, aber generell finde ich Gold momentan nicht so gut zu greifen, weil es halt schon sehr auch auf der Stelle irgendwie gerade steht. So ein bisschen arg. So, hier darf es jetzt halt nicht unbedingt drunter, ne? Da muss man halt jetzt aufpassen. Aber halt so generell Gold long, warum nicht? Und gekauft wird es ja eh immer gerade. Ich gehe mal hier, oh ne Quatsch, nicht der Euro, sondern hier mal Gold auf Tageschart. Das da mal nochmal angucken, wie das da aussieht. Ja, ich meine, klar, haben wir jetzt hier irgendwie so ein bisschen Abwärtstrend da oben. Wir können auch nochmal runter irgendwie auf die 431, so mal ganz grob, heute aber eher nicht. Aber so generell kann das natürlich machen. Auch auf der anderen Seite sieht man ja auch hier, ne, da war der Support. So, und da ging es mal drunter, hat aber hier dann halt irgendwie keinen neuen Tiefs gemacht und ist wieder drüber gestiegen. Und deswegen ist es schon interessant hier als erstmal als Kauflevel kann funktionieren, kann von da nochmal da oben hinlaufen. Und wenn es aber hier durchfallen sollte, dann wäre halt hier in dem Bereich auch nichts mehr für mich jetzt irgendwie long, sondern dann würde ich halt. Ich glaube, die Linien kommen jetzt dann doch aus anderen NFP-Webinaren. Und wo ich gesagt habe, so ab hier wird es wieder richtig interessant, Gold zu kaufen. Also 418, 431. So, aber die kurzfristige Bewegung, die kann ja immer mal ein bisschen anders aussehen.
Und insofern passt das dann halt auch dazu. Also deswegen, ich will mich jetzt hier nicht festlegen und sagen, so die nächsten 4 Wochen fällt oder steigt Gold. Das hat hier mal eine Zeit lang gut funktioniert. Aber dazu steht mir das ein bisschen zu sehr da oben irgendwie auf der Stelle rum. Und wie man ja sieht, kaum geht es mal ein bisschen runter, wird es direkt wieder gekauft. Und hier das Gleiche, kaum geht es mal runter, schon wieder hoch. Ne? Und das heißt, die suchen sich hier irgendwo, oder Gold sucht sich hier schon irgendwo so sein Level. Und um entsprechend da halt auch nochmal weiter zu steigen, das sieht man schon. Ob das jetzt aber dann halt hier ist oder dann doch bei der 431. Also ich glaube halt wirklich für eine größere Strecke erst ab hier unten wieder. Vorher halt nicht. Ja, weil wir ja auch das letzte Cluster halt haben, den letzten Widerstandsbereich, der gekauft wurde. Und das sind natürlich immer so ein bisschen die interessanteren Zonen. Gut. So, wo sind denn meine Timeframes hin? Da sind sie. So, kann man ja auch mal im Auge behalten, wenn man Gold handeln möchte. Ja, aber das ist auf jeden Fall nachher relevant. Also, falls es noch irgendwie überhaupt dahin gehen sollte. Und die 460, da sollte es nicht runter, wenn das funktionieren soll. So. Ja, läuft ein bisschen doof ins Minus jetzt hier, ne? Aber wie gesagt, eh nicht bedingungslos und immer noch ordentlich im grünen Bereich. Also hier, wenn man das halt beides gemacht hat zumindest. Ich kann jetzt genauso gut sagen, ja gut, komm, lass es, wird nichts, ne? Aber genau die Möglichkeit habe ich ja jetzt hier auch. Und dann aber insgesamt aus der Nummer mit einem ordentlichen Plus und dann auch rauszugehen. Gut. Alright. Achso, der DAX wollte ich gerade mal noch gucken. Wo treibt es den gerade nochmal hin? Ja. 7,1 sogar. Okay. Ja, versucht es halt nochmal. Ne? Also da würde ich jetzt tatsächlich auch mal, da würde ich mal einen Short reingeben. Auch ein bisschen Luft lassen hier. Und wie gesagt, ich habe hier auch noch anderweitiges Konto. Eine Sekunde bitte. Da werde ich auch mal noch eine Runde shorten. Aber das macht halt hier, macht es halt schon Sinn. Ist eine kleine Übertreibung. Ist hier auch oben so die allerletzten Supports, die wir hier haben, könnte hier auch mal ein Stück zurücklaufen, vor allen Dingen jetzt mit der Eröffnung dann gleich. Das macht schon absolut Sinn, finde ich. Gut, okay. Also, ich glaube, ich bin von meiner Seite jetzt erstmal auch soweit durch. Mir fällt jetzt erstmal nichts mehr ein dazu. Kannst du mal schauen, ob du im Chat die eine oder andere Frage noch vielleicht, wenn es passt, beantworten könntest? Bin mit zwei Positionen drin, ist mein Rechner abgeschmiert. Ja, wir können jetzt hier aber keinen Support machen. Ne? Also erstmal gucken hier mit Außen-Innenstäbe. Das ist eigentlich doch total einfach. Also ein Außenstab einfach per Definition. Oh, ey, also ich habe echt den Mega-Frosch heute am Start. Ich muss mal hier einmal lautstark räuspern. So, jetzt klingt es besser. Innenstäbe, Außenstäbe. Also, wenn wir jetzt hier mal den da nimmt. So, ein Außenstab. Das hier ist ein Außenstab. Warum? Er hat, also generell, ich meine, hier ist es, glaube ich, auch einfach unübersehbar. Ich nehme mal lieber den nächsten. Also, ein Außenstab, weil an der Stelle, hier auf Long bezogen, schließt über der davorliegenden Kerze und hat ein neues Hoch. So, das ist die Definition vom Außenstab. Das hier zum Beispiel ist alles nichts, ne, weil wir haben hier
da ist ein Außenstab, dann dahinter kommt kein neues Hoch, kein neues Tief, schließt nicht drüber, nicht drunter. Das ist alles Innenstabsgeschrabbel. Ne? Und da trifft man auch nicht wirklich Entscheidungen in so einem Bereich. Und das finde ich halt immer ein guter Indikator. Erst wenn so ein Außenstab durch ist, ne, wenn der gebrochen ist, wie hier, so plapp, und dann kriege ich halt auch schon mal eher eine deutlichere Bewegung. Aber dazwischen, da kann dann einfach alles Mögliche passieren. So, aber das ist halt die Definition. Das ist ein Außenstab, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das ist wieder einer, ne? Weil der schließt tiefer unter dem letzten Außenstab und macht ein neues Tief. Das hier ist auch einer. Schließt unter dem Tief von der Kerze davor, ne? Schließt drunter und macht ein neues Tief. So, mehr ist es eigentlich nicht. Das sind Außenstäbe. Und dazwischen macht man nichts, weil das bringt nichts. Außer Frust, weil das halt einfach immer nur wirklich Geschrabbel ist. Also wo man es auch gesehen hat, wirklich gut, das war halt hier im DAO, wo ich halt auch irgendwie, ich glaube gestern oder vorgestern war das, wo ich geschrieben habe, sieht short aus, ist es nicht, weil da hatten wir, Moment, wo war das? Genau, ne, das war halt vorgestern. Die Geschichte hier, wir sind halt irgendwie hochgelaufen und dann halt irgendwie so zur Kassaeröffnung ging es dann runter. Zack, 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 zack. So, und hing dann hier unten, habe ich gesagt, sieht short aus, ist es aber nicht. Hatte ich im Blog dann noch geschrieben. Und ne, weil man dann halt einfach so fällt, 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 oh, übel. Nein, das ist ein Außenstab. Das Ding hier. So, und er hat nichts anderes gemacht, als sich einfach nur in diesem Außenstab rumgetingelt, ist unten einmal aufgesetzt und zieht dann halt wieder hoch. So. Und deswegen, das ist halt nix, ne? Da trifft man halt am besten einfach gar keine Entscheidungen, sondern sollte das wirklich auf dem Schirm haben. Und dass halt einfach ganz oft bei so einem Außenstab halt wirklich die Grenzen angelaufen werden, einmal oben, einmal unten. Und dann geht es halt irgendwie weiter. Und deswegen war der ganze Kassamarkt, den wir da halt vorgestern, wie gesagt, war das, glaube ich, hatten, das war alles Mumpitz. Das ist einfach nur Außenstabs beziehungsweise Innenstabs Geschrubbel, wie ich es halt immer nenne. Und mehr war es halt nicht, ne? So. Und deswegen sage ich, das ist eigentlich immer ein ganz gutes Indiz, was man sich da halt irgendwo dazu nehmen kann, um den Markt halt ein bisschen besser beurteilen zu können. So, und pünktlich geht die Verbindung weg. Das ist doch schön. So, sieht doch gut aus, ne? So, bin ich noch da? Hallo, Ja, hallo. man hört dich, ja, Also, man sieht auch noch dein Bild. Du bist da. man sieht mein Bild. Also hier dein StereoTrader-Hintergrundbild. Ah, okay. So, warum bin ich da jetzt rausgeflogen? Weiß keiner. Das ist interessant. Das ist schon mal gut zu wissen, dass es nicht an meiner Internetverbindung liegt, sondern was anderem. Sonst wäre ich ja hier nicht mehr da, ne? Aber hier war gerade irgendwie Connection lost. Gut, macht nichts. Aber vom Timing her passt das ja auch ganz gut. Sind ja eh durch soweit. Also ich habe hier gerade irgendwie keine Verbindung mehr zu meinem VPS. Ist aber nicht wirklich schlimm. Also, fertig. Wenn du noch. Ja. Fertig, sagt er. Ja. Mehr kann ich gar nicht mehr sagen. Ja, fertig. Auf den Punkt gebracht. Nein, alles andere wird man jetzt einfach sehen müssen bei der Eröffnung. Ne? Also, und die machen wir hier natürlich nicht mehr mit, sonst hängen wir hier noch in einer Stunde irgendwie dran und das ist ja halt nicht so der Plan. Gut, okay, also von meiner Seite, ich hoffe, es war verständlich, wenn es einer mitgemacht hat und dann halt, ja, Glückwunsch. Und aber wie gesagt, man soll ja auch nicht nachhandeln, sondern halt irgendwie das Möglichste auch mit seinen eigenen Sachen halt irgendwie abgleichen. Gut, dann sage ich an der Stelle mal Dankeschön fürs Dabeisein. Schönen Nikolaus, mit der Mütze hat er bei mir heute leider nicht geklappt. Und danke auch an den Nelson fürs ewige Moderieren und Durchhalten hier. Und an FX Flat natürlich. So, aber du hast gerne das letzte Wort, mein Lieber. Ja, sehr gut. Aber dein Bild musst du natürlich drin lassen, damit man wenigstens ein Gesicht dazu hat. Ich Ja, das bedanke will ich mich ja auch ändern. bei dir. Nicht nur für das heutige Webinar, sondern auch für das gesamte Jahr. Wir haben zwar noch zwei Webinare. Dieses Jahr noch Helpdesk kommt noch und ein Live-Trading nächste Woche. Trotzdem schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank, Dirk, für die Zusammenarbeit. Freut mich jedes Mal. Und auch Glückwunsch heute für deine Trades. Sehr gut. Danke. Und ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Wir haben heute, glaube ich, einen neuen Rekord, was die Teilnehmerzahl betrifft. Also echt Oh, schön. unglaublich. Vielen, vielen Ja, Dank für cool. die Teilnahme hier im NFP Live Trading Webinar. Also wie gesagt, den Link habe ich ja in den Chat kopiert. Kommt natürlich auch noch auf die Webseite jetzt die nächsten Tage. Also können Sie sich auf jeden Fall registrieren. Nächstes Jahr geht es weiter. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann nächste Woche Dienstag, 8:45 wieder dabei sind. Dann wieder mit Live Trading mit Dirk. Vielleicht, weil auch die Frage nochmal kam, vielleicht kannst du da ja vielleicht noch ein bisschen auf Außensterbe, Innensterbe nochmal kurz eingehen. Scheint doch noch ein bisschen Informationsbedarf da zu sein. Und ansonsten, falls Sie heute noch handeln, wie immer, passen Sie auch für die Positionen auf. Seien Sie vorsichtig. Ansonsten auch ein schönes Wochenende. Dirk, du darfst jetzt einen Kölsch trinken, wenn du möchtest. Und Na, ich muss noch ein bisschen was arbeiten. dann würde ich sagen, dann bis nächste Woche. Vielen, vielen Dank. Tschüss zusammen. Bis nächste Woche. Bis dahin, ciao.